Na los, dann gucken wir uns noch Jansky an, damit wir die ganze Woche nicht in jedem Stream gefragt werden, ob wir Jansky gesehen haben. Moin moin Leute, mein Name ist Jansky und keiner macht mehr Intros für mich, deswegen mache ich die, weil mir das wahrscheinlich zu stressig ist. Moin moin Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge fährt Gumball ein ruhiges Rennen. Nee! Bei Sascha passieren Dinge. Oh, er ist rausgeflutscht. Und Jannis wärmt seine Reifen auf. Das kommentieren wir nicht. Ich habe mir sagen lassen, Jansky, Henrik hat 2 Wochen für das Rennen hier trainiert. Der will richtig abräumen. Oder Boxeneinfahrt trainieren. Ach, Digga, er muss auch Boxeneinfahrt trainieren. Oh mein Gott, sorry. Shiro, du Raudi. Okay. Alter, was passiert hier auf Start und Ziel? La 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 la. Ja, 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 ja. Das sieht nach Big Bird aus. Mayday, 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 Mayday. Tower, Tower, Alter. Bye, have a great time. Da hat er aber Glück gehabt, dass da auf der anderen Seite noch jemand war. Ja, stehen wir hier, 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 stehen wir hier. Das ist ein Porsche, er kam von ganz rechts. So ein Tagträumer. Ach, 14 Sekunden Schaden ist doch. Ach, du Scheiße, was passiert hier? Hart, Leute, hart, bitte. Leute, vor es ist nichts, es ist frei, es ist gestreut. Gib Gas! Lololololololol. Tote, Tote, noch mehr Tote, Tote. 83 Leute fahren hier mit. You can't park there, sir. Alright. Green flag, you're clear. Okay, alles. Was wolltest du jetzt hier dazu beitragen, Mizi? Warum hast du Pause gemacht? Erzähl mal. Was möchtest du im Video dazu beitragen? Du magst die Big Red Unfälle? Okay, okay. Alright. Suzuka Big Red gefällt dir also. Alles klar. Soll ich weitermachen? Okay. Alles klar. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. 32. Oh, Charlie wurde gedreht. Oh. Was? Charlie wurde gedreht? What? Ja, der wurde vom Ferrari getötet. Tod und Verderben ist also dein Ding. Und okay. Alrighty. Ich mache hier keine Pause. Das ist meine Katze mit ihrem Schwanz. Hm? Du bist gemein. Hier. Ich möchte, dass hier meine Katze, da, hier Schwanz, drück Leertaste. Drück Leertaste. Ich bin's nicht. Du bist das, du Übeltäter. Du bist es. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe Jansky gucken. Ich möchte wissen, wie das hier ausgegangen ist. Leg dich hin. Ja. Ja, ja, ja. Tauchgang. Jetzt mach Tauchgang. So ein bisschen runter. Ja. Fantastisch. Okay. Jetzt doch nicht mehr? Hm. Du musst dich halt entscheiden. Du musst dich halt entscheiden. Auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, Jansky, ich hab dich echt lieb, aber meine Katze ist definitiv eine Aufwertung für ein Video. Sage ich. Jetzt. Weiter geht's. Hat der Fahrer sich selbst getötet und ich wurde fast mitgetötet. Clear on the left. Nee! Du Traubensaftpendler, was war das denn? Du Traubensaftpendler. Okay. Oh, das war dumm. Entschuldigung. Scheiße. Erinnert mich an meine Aktion letztens. Im Community-Rennen. Habe ich auch gemacht. War nicht so schlau. Ging nicht so glimpflich aus. Eieiei, das war aber... Was seid ihr? Der... Oh mein... Oh mein Gott! Ja, ja, what the... Die haben so scheiße früh gebremst und sind dann side by side nebeneinander gegangen. Ja, da bin ich in rein. Das würde ich ja. In rein, mittig rein. Du hast sie gespalten, Shiro. Hallo, Herr Shiro. Sie müssen auch auf den voranfahrenden Verkehr achten und sich darauf einstellen. Denn immer der Verfolger hat eine gewisse Pflicht. Also wurde mir mal gesagt. Junge, was ist das hier, Alter? Das ist ja komplett geisteskrank. Was für Kämpfe wir hier haben. Okay. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Runde Big Red. Yo, alles klar. Ich glaube, der ist kaputt. Ich glaube, der Autowagen ist kaputt. Car on the left. Clear on the right.
Nee! Juri, oh. Das zweite Mal an derselben Stelle. Was machen die Leute da? Wow. Fahren die auf einmal alle geradeaus? Die wissen nicht mehr, dass da links geht. Entschuldigung, aber... wir gehen mal kurz in die Analyse. Car on the left. Clear on the left. Kann das eventuell sein, Herr Gambal, dass Sie da eventuell selber einen Traubensaftpendler hatten und ihm einfach vorne vor das Auto gefahren sind und zugezogen haben? Hä? Eventuell? Wo soll der denn hin? Daneben war einer, der muss ja irgendwie auch den Platz machen. Herr Gambal, da gab es bei Ihnen aber, glaube ich, ein bisschen Traubensaft bei der Einschätzung dieser Situation. Da war man, glaube ich, ein bisschen voreilig. Nee! Juri, das zweite Mal an derselben Stelle. Was machen die Leute da die ganze Zeit? Fahren die auf einmal alle geradeaus? Die wissen nicht mehr, dass da links geht. Aha. Ja. Was packt da? Was passiert hier? Bye, was machen die Leute? Der Junge, der schiebt hier eine orange Bande in mein Auto rein. Und andere Sachen sind da noch passiert. Junge, was ist das hier für eine Einführungsrunde? Hallo? Oh mein Gott. Okay. Leute. Alright, oh. Ja, tot. Was, du bist tot? Ja, ja. Ach, Junge, ey, was wollten die denn da machen? Der eine konnte nie entscheiden, ob er in die Box fährt oder was? Einer hat überlegt, so soll... Ah, was macht der? Was machst du? Wer? Ja, come on, Alter. Irgend so ein Xanatos, Alter. Hört sich an wie ein Dinosaurier oder so. Fährt er einfach. Das könnte wirklich ein Dinosaurier sein. Kraut und Rüben. Junge, schießt er mich nicht. Ich kann nicht mehr. Kleinen Moment. Wir müssen dieses Video einmal ganz kurz unterbrechen für folgendes Programm, meine Damen und Herren. Ich habe mein Visualisierungstool ganz kurz mal für Sie geöffnet. Ich versuche Ihnen mal wiederzugeben, wie Xanatos aussehen würde. Also vom Gesicht her könnte das ungefähr so sein, weil Xanatos, ne, Zähne. Körperhaltung ist ungefähr, das sind hier die Beine, das sind die Arme und hier kommt jetzt der Kopf. Und so könnte der in der Seitenaufnahme aussehen. Xanatos, das, mir fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen so ein Schwänzle. So ein Schwänzle fehlt mir noch. Das könnte ein Xanatos sein. So stelle ich mir den vor. Gambal, du dir auch? Ich frage nur für einen Freund, ob du das so ähnlich vorstellst, weil du ja eine gewisse Vorstellung davon hast. Ich denke, das könnte es sein. Falls jemand mal googelt, ihr findet unter Xanatos dieses Bild irgendwann. Gar kein Problem. Weiter geht's. Schieb Shiro raus. Das, also Chat sagt, ich soll dich entsorgen. Aber ich bin kollegial, Leute. So bin ich nicht. Nein. Oh, das ist jetzt ganz... Nein, das ist... Er schiebt ihn raus. Das ist gut. Ja, komm, geh doch in rein. Ich weiß, dass du nicht drei Warnings hast. Ach, alles gut. Ja. Oh. So ein Ding ist das. Er kann nur so. Schön reingeschoben in die... Er kann nur so. Das wäre ja witzig. Jetzt gehst du auf die Außenseite, mein Freund. Nein, ich wollte Switch. Einfacher als gedacht. Yellow flag, be careful. Huh? Ist geil. Ja! Huh? Ja, ich hab keinen Bock mehr. Ich werd komplett von ACT beschissen wieder. Ja, ich krieg einen Doppelwarning in den Gegner. Scheiße. Oh, da wird schon wieder gefüßelt bei Sascha. Ich finde das so krass, dieser... Ich hab wirklich noch nie einen Content-Creator gesehen, der so viel mit sich selber füßelt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Krodonos ist übelst viel am Füßeln. Der, als wenn der sich immer selber streichelt, so. Junge, ey, dass du da mit dem Auto lupfen musst. Okay, kannst vergessen. In der nächsten Podcast-Folge muss ich ihn mal fragen, ob das was zu sagen hat. Leichter Fahrer! Bang. Ja, gut. Okay. Haben wir das auch mal gemacht? Perfekt. Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief. Oh. Okay. Geplant. Oh. Oh Mann, was ist das so wohl? Boah, Junge. Boah. Das war knapp.
Oh, er ist rausgeflutscht. Das ist meine Chance. Weg, 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 weg. Mit der BMW mehr Topspeed als ich. Oh ja, raus. Oh, sorry. Hauptsache der eine beim Rausfahren, bing, und dann, da wurde nochmal erwidert. Ziehen wir lieber Finn. Wobei, bei. Ziehen wir einfach mal beide. Die Lache! Oh, die Lache so schön. Alter, jetzt zieh ich wieder ihn hier. Die Lache so schön. Komm dann. Nice, Sascha. Oh, oh, oh. Ich wollte gerade Kai tauchen. Ich war schon auf Kurs, auf Tauchkurs. Oh, ich fahr hinterher. Nein! Scheiße. Dark, Sascha, ja. Mega, ne? Einer meiner besseren Aktionen. Oh, ich wollte gerade sagen, what the fuck? Wenn das kommentieren wir nicht. Ich glaube, das wird aus der Box starten. Muss ich aber Gas geben. Teleporter, Teleporter, Teleporter. Psst. Oh, Jungs, wie wieder da, ist gut nichts passiert. Wow. Wenn man da einschlägt, hat man Schaden, oder? Ja. Ja, okay, gut, dann bin ich froh, dass ich nicht eingeschlagen bin. Nochmal gekegelt, Innenseite rechts. Jetzt hast du Schaden. Ich hab ein bisschen Aua, aber... Sag mal, fahren wir jetzt wirklich Motorhaubenansicht? Ist das die neue Meta? Das ist mir letztens aufgefallen. Hubi, ne, der fährt mittlerweile auch schon Motorhaube. Nicht mal mehr Fenster auf Kipp, sondern Motorhaube wird jetzt gefahren. Geht noch? Ja, die Mods sind leider gerade alle nicht da. Hey, Bruder, hallo. Hä? Da wurde eingerastet. Ja, Digga, also, tut mir leid. Weiß nicht, wo der da gerade hin wollte. Ah, näher dran kann ich eigentlich nicht sein. Wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt's nie. Oh, ich liebe diesen Move. Ich liebe ihn. Let's go. Tag. Oh, schönes Manöver. Da ist Rubinator. Den habe ich nicht kommen sehen. Wie, den habe ich nicht kommen sehen? Den habe ich nicht kommen sehen. Beste Sicht, wann in iRacing. Wow. Nee. Stell mir doch da nicht so eine Hütte hin, damit ich auf Dings fahre. Was?